Was habe ich da jetzt angenommen? Das da. Nee. Das da habe ich angenommen. Klimakämpfe können über die Einheitsruhe begonnen werden. Ja. Nichts Neues. Ah, ich komme rein. Oh, endlich. Juhu. Komm. Ich komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Okay, nur nicht freuen. Ja, jetzt. Ich weiß immer noch nicht, ob das so eine gute Idee war, jetzt als Dänzer da reinzugehen, aber wir werden sehen. Mir jetzt einen auf die Nüsse kriegen kann ich nicht. Autsch. Mit einer raffliegenden Wesen finde ich das ganz so witzig, aber okay. Die waren schnell.
cool. Autsch. Ich bin zwar nicht so viel heraufgeschworen, aber ich glaube, ich komme mit der Klasse ganz gut klar. So nach der dritten Inni. So, jetzt habe ich für den Lied einen Ohrwurm. Sehr uncool.
Oh ja. Hoffentlich bald geschafft. Alle Gegner besiegen. Ja, oh, wer ist meine Kinderschokolade? Oh, wie geil. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Das ist sehr, sehr gemein. Weißt du das? Wie lange habe ich keine Kinderschokolade mehr gegessen? Oh. Bin gerne gemein. Ja, eigentlich bin ich das von meinem Chat gewohnt. In jederlei Hinsicht. Ich sage nur die Mounts hier, die man farmen kann. Mir werden immer nur dann die Mounts gezeigt, die ich noch nicht haben kann. Weißt du, gestern, ich habe mich so mehr gefreut. Ja, geil, ich habe Ponys. Oder zumindest schon mal ein Pony. Was wird mir von denen wohl so gezeigt? Die Vögel. Die Vögel, die man farmen kann. Das war nicht nett. Voll, da dreht man sich auch noch. Ne? Also ich habe mich da so spaßhalber weggedreht. Und die dann einfach sich direkt vor mich gestellt wieder. Ich hatte gar keine Wahl. Musste mir die Viecher angucken. Und die sind toll. Diese. Ich hab. Die Vögel kannst du jetzt alle holen. Ja. Aber ich glaube nicht mit meinem Level. So leicht verpeilt gerade. Ja, die Vögel sind als nächstes dran. Vögel sind als nächstes dran. Und ich freue mich auf die Vögel. Also nicht darauf, sie zu farmen, aber ich freue mich, wenn sie in meinem Besitz sind. Ich finde die Typen Vögel toll. Ja, warum ist das nur weniger? Vor allem, ich war nie so der Fan von
Sachen farmen. Wirklich nie. Und dann habe ich aber hier in Apple 14 gesehen, was man farmen kann. Ja, es glitzert, es funkelt und ich will es haben. Ich habe mich schon öfters mit so einer Elster verglichen. Ich möchte alles das haben, was funkelt und glitzert und leuchtet. Egal wie groß der Aufwand dafür ist. Ich muss es haben. Ach du Scheiße. Es gibt noch einiges, was ich farmen muss. Oder möchte. Ich habe jetzt Gott sei Dank die richtigen Leute dafür kennengelernt. Natürlich nicht nur zum Farmen, halt auch nur zum Stopfen. Ne? In MMOs war ich auch immer so diejenige, die immer allein irgendwas gemacht hat. In FF 14 habe ich gar keinen Bock mehr großartig darauf, irgendwas allein zu machen. Mir graut schon vor Alexander, ne? Mir graut es da so vor. Ich kenne Alexander auch noch aus anderen Final Fantasy Teilen und es war nie, nie gut. Mehr, wo mein Maus über... Ah, da ist mein Maus. Auf Stormblood. Also auf Stormblood bin ich echt gespannt. Wobei ich gar nicht wissen will, was mich da noch alles erwartet. An Innis. Bossen. Ja, wir freuen uns. Dera lacht sich ins Fäustchen. Du hast es geschafft. Ein Glück. Garudas Beschwörung war nicht ganz abgeschlossen? Dann ist der Plan der Ashians und ihrer Handlanger wohl fehlgeschlagen. Aber lassen wir diesen Ort rasch hinter uns. Die Ritter haben den Rückweg abgesichert. Ich habe hier noch ein paar Quests bis Stormblood. Das ist doch eine Unverfrorenheit. Ihr habt uns die Windbraut vor der Nase weggeschnappt.
Die Krieger der Dunkelheit. Mhm. Hm? Schon wieder auf den Beinen? Die Kleine ist wohl immun gegen mein Gift. Also, was soll das hier? Ich hoffe für dich, dass du uns nicht hingehalten hast, um diesen Kümmerlingen den Vortritt zu lassen. Beruhig dich. Garuda war noch nicht bereit für die Beschwörung. Er hat uns zur richtigen Zeit hergeführt, genau wie geplant. Die Lichtkrieger waren eben einfach früher da. Verflixt. Gegen so viele bestehen wir niemals. Nope. Aha, so ist das also. Du bist ihr Brüderchen. Alle Wetter, ihr seht euch wirklich ähnlich. Aber gut, dann eben nochmal. Der Bogen ist gut. Lass mal lieber. Zuck auf. Allzu viele ungeplante Einlagen und wir bringen womöglich den Plan der Weißkutte durcheinander. Übrigens, habt ihr euch ganz respektabel geschlagen? Habt ihr geübt? Ach, halt die Klappe. Wie könnt ihr nur mit den Ashians zusammenarbeiten? Ihr wisst ja gar nicht, was ihr anrichtet. Ich hab mein Badenoutfit anrichtet? Pah, du bist derjenige, der hier gar nichts versteht. Sieht aber in Schwarz echt gut aus. Hat euch Heidelin erzählt, wie alles angefangen hat? Sie hat Zodiac verstoßen, als er immer stärker wurde. Dabei sind eine Menge Splitterwelten entstanden. Dimensionen, wenn ihr wollt. Joa. Ja, das hat sie uns mitgeteilt. 13 Nein, farbig mag ich auch lieber. Abgetrennt sind. Es sieht nicht schlecht aus. Genau, und wir sind die Kinder des Lichts der ersten Splitterwelt. Das hat zumindest was. In jeder Welt gab es Licht und Dunkelheit, aber nicht überall gleich viel. In unserer Welt war das Licht von Anfang an stark. Das ist. Wir, als Vorkämpfer des Lichts, bekamen unglaubliche Kräfte. Und eines Tages war die Dunkelheit vertrieben. Wir haben die Ashians und alles Dunkel, das vermeintlich unsere Welt bedrohte, radikal und endgültig vernichtet. Alles gut. Was glaubst du, was dann passiert ist? Das Licht hat unsere Welt überflutet. Das, was uns stark machte, wofür wir unser Leben einsetzten, wurde uns zum Verhängnis. Die erste Splitterwelt geht unter, weil Heidelin uns die Macht dazu gab. Das ist unmöglich. Natürlich ist es möglich, Junge. Denk an den ätherleeren Raum, den ihr das Nichts nennt. Er ist entstanden, als die Dunkelheit dort überhand nahm. Der klägliche Überrest der 13. Welt. Und genauso kann das Licht eine Welt zum Untergang verdammen. Wir sind gekommen, um unsere Welt davor zu retten. Dazu haben wir uns mit unseren Erzfeinden, den Ashians, verbündet. Und der einzige Weg zur Rettung ist, eine Katastrophe herbeizuführen. Um unsere Welt mit der euren zu vereinigen. Vereinigen? Aber würde das eure Welt nicht vielmehr zerstören? Die Fragestunde ist vorbei, Kleiner. Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann tritt zurück und lass uns machen, du unterbelichtetes Blag. Gut. Können die auf was anderes als sich wegteleportieren? Wer bist du? Gehörst du auch zu denen? Und tschüss. Hm.
durch in Alfino. Wie mysteriös. Findest du? Bye bye. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, war klar. Natürlich muss ich da wieder hin. Wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. Falsch. Ein ewiges Hin und Her, ja. In der Tat. Renn hier hin. Renn da und da hin. Ach ja, und dann kannst du da wieder hin zurück. Ah ne, ja, weil du da noch nicht so oft warst. Ja, da kannst du auch nochmal hin. Ach so, nee, du musst doch nochmal wieder zurück. Also Linie halt kann ich in dem Spiel auf jeden Fall. So, können wir unser Date bitte nochmal wiederholen, ja? Wir wurden doch so schön unterbrochen. Okay. Der liegt mit Date. Wow. Alize, geht es dir besser? Ja, es geht schon wieder. Vielen Dank, Alfino. Und dir danke ich auch. Nee, ich bin doch immer weg. Dass du in die Schluchten von Xelfatul vorgedrungen bist. Direkt vorhin, da saßen die zusammen am Essenstisch. Also mein Charakter und. Mein Schlugelchen. So, was habe ich? Ich habe so eine blöde Puppe von ihm. Tja. Dass die Krieger der Dunkelheit mit den Ashians gemeinsame Sache machen, haben Alize und ich selbst gesehen. Aber dass sie es tun, um ihre Welt zu retten, wer's glaubt? Zumindest widerspricht es in keinem Punkt dem, was Minfilia am Sternengrund erzählt hat. Vielleicht stimmt es tatsächlich, was sie behaupten. Vielleicht. Alize, was hat dich eigentlich auf die Fährte der Krieger der Dunkelheit gebracht? Nee. Nun, ich bin durch Eosea gereist, um endlich klar zu sehen. Ich meinte Emmerich. Dabei hörte ich viel vom Bund der Morgenröte und von den Taten der Kriegerin des Lichts. Aber seit einiger Zeit kursiert noch ein anderes Gerücht. Es heißt, dass eine Gruppe Unbekannter einen Prima je nach dem anderen unterwerfen, hey. Während alle Augen auf die Umwälzungen in Ishgard gerichtet sind. Die Krieger der Dunkelheit. Emmerich war und zuerst als du dich an ihre Fersen geheftet hast, wurdest du Zeugin ihrer geheimen Unterredungen mit den Ashians. Ja, so ist es. Aber wie genau soll die Jagd auf Primae eine neue Katastrophe herbeiführen? Sie wollen die Lage eskalieren lassen. Die wilden Stämme sehen, wie ihre Götter einer nach dem anderen besiegt werden. Also bereiten sie ihre erneute Beschwörung vor, und zwar in immer stärkeren Formen. Dass sogar Nidhogg gefallen ist, hat ihre Angst vor uns noch mehr geschürt. Jetzt versuchen sie, sich mit allen Mitteln zu schützen. Und weiter dreht sich die Spirale der Gewalt, wie sich die Geschichte wiederholt. Genau das ist ihr Ziel. Die Ashians bringen die wilden Stämme dazu, ihre Primae zu beschwören. Und die Krieger der Dunkelheit besiegen sie dann. Immer und immer wieder. Aber das ist noch nicht der ganze Plan. Irgendwann, wenn die Stämme begreifen, dass ihre Götter nicht stark genug sind, werden sie nach einem neuen Gott rufen. So sagten es die Ashians selbst. Mhm. So weit darf es nicht kommen. Im Lichte dieser Erkenntnisse wenig erstaunlich.
Aber wie Alizée und ich herausgefunden haben, bekommen die Stammespriester stetig Nachschub an Kristallen von verschiedenen Handlangern der Ascians. Wenn wir diesen Versorgungsweg unterbrechen, können wir auch die Beschwörungen fürs Erste aufhalten. Dann werden Kriele und ich in Xelfatol Untersuchungen anstellen. Vielleicht finden wir Hinweise auf diese Handlanger. Ich werde mich bei Lotast Gnad umsehen, um herauszufinden, wie die Gnad an ihre Kristalle gekommen sind. Auch sie sollen ja kürzlich eine Beschwörung durchgeführt haben. Aber Großmeister Emmerich, seid ihr sicher? Ja, wie ihr euch erinnert, mischen sich die Ascians nicht zum ersten Mal in die Geschicke meines Landes ein. Und Ishgard ist nun Mitglied der Eoseischen Allianz. Wenn von hier Gefahr ausgeht, müssen wir sie aufhalten. Leider weiß ich nicht viel über Primae-Beschwörungen. Wenn mich vielleicht jemand vom Bund begleiten könnte... Ich befürchte es. Ich werde mitgehen, wenn es euch recht ist. Ey, was ist mit mir? Wir machen uns auch auf den Weg. Orianger hat bestimmt von den jüngsten Beschwörungen Notiz genommen und kann uns wichtige Hinweise geben. Wartet! Bitte nehmt mich auch mit. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Mir geht es wieder gut. Wirklich. Aber Alizée... Gut, Schwester. Wenn das dein Wille ist, dann lass uns gemeinsam gehen. Wartet, Fräulein Alizée. Ich habe ein kleines Geschenk. Neue Kleider. Warum kriege ich keine neuen Kleider? Jetzt geht es gleich schon wieder los. Ich beschwere mich immer noch. Warum kriege ich nichts Neues? Jeder kriegt eine scheiß neue Rüstung. Dich? Ich kriege schon wieder leer aus. Weißt du, ich kämpfe gegen die Überviecher. Die kriegen alle neue Rüstung, wo ich nicht. Scheiße. Das ist Mobbing. Einfach nur Mobbing. Nein, hab ich nicht. Ich möchte halt auch mal was für meine Arbeit kriegen. Außerdem kann man nie genug Lämmer haben. Man kann auch nicht genug Mounts haben. Oder Pets. Oder Emotes. Oder Glitzerwaffen. Ja, du müsstest mich langsam kennen. So, Leute, seid ihr bereit? Ja, nein, vielleicht? Ja, super. Kann ich aber bekommen, ist auch das wird geschenkt. Ja, ja, wär schön. Irgendwann. Ja. In geraumer Zeit. Wobei ich noch Glitzerwaffen für meinen Panzer hier brauche. Die Waffen sollen auch Funke-Funke machen. Ich muss mal Funke-Funke besorgen. So sieht das mal etwas sehr trostlos aus. Das ist schwierig, ja. Ich hab's befürchtet.
möchte aber nur Funkeln, Funkeln. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Das Beste sind die Anima-Waffen. Und bis jemand fertig ist, dauert ewig. Ja. So weit bin ich noch nicht. Nur von einem 70er Prim. Solche Leuchtewaffen. Shadowbringer. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Warum tut bei mir sowas an? Kann auch Ewigkeiten dauern. Weil brennt neu. Ach, Papp der Papp. Gerade deswegen. Seke. Kleine Seke. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Hin- und Herreisen hasse? Shadowbringer hat echt geile Waffendesigns. Ja, aber Shadowbringers wird es noch ein bisschen dauern. Ich bin überhaupt froh, dass ich jetzt schon mich Stormblood nähere. Wobei ich schon langsam wieder den Überblick über die Quest verloren habe. Ich schätze mal, es wird immer noch so 2 bis 3 Stunden dauern. Oder? Kann ich das Gebiet hier nicht absuchen? Von oben? Ja, ich weiß, unten. Sechzehn noch. Ja. Ich schätze mal 2 bis 3 Stunden. Ungefähr. Vielleicht auch länger. Nee, dann kriegen wir es zumindest am Freitag durch. Bin ich jetzt gerade hin?
Ja! Ich dachte, ich bin blind. Natürlich. Hallo, junger Kobold. Und dann mach uns nicht. Bleib doch einfach mal stehen. So unheimlich aus. Hat eher so ein bisschen Ähnlichkeit mit so einer Ratte. Eine hässliche Ratte. Bitte sag mir, ich muss noch mal irgendwas mit Titanen stellen, bitte. Bitte, das ist blöd. Ich befürchte irgendwie was ganz Schlimmes. ja. Ja, toll. Lira, das nimmt mir nicht die Angst. Komm schon. Das ist doch. Nee, ich will nicht. Oben lebende will das nicht. Oben lebende sagt nein. Oben Lebende weigert sich. Oh, nochmal Katze.
Irgendwie ist er klein niedlich. Hässlich und niedlich. Du bist hier fest. Alles gut. Ich glaube, den Kampf mache ich wirklich heute nicht mehr. Ich glaube, dafür werde ich dann, oder bin ich dann schon ein bisschen zu müde. Dann habe ich mir jetzt noch was für Freitag. So, wo muss ich jetzt denn? Ah, ne. Fällt erfolgreich, obwohl ich nichts getan habe. Ach komm. Da verlaufe ich mich doch schon wieder. Also ohne Karte würde ich mich hier nicht zurechtfinden. Oh. Nein. Nein. Nein, wirklich nicht. Ach komm. Den Kleinen will ich dann aber mitnehmen. Mit einem Kobold-Python. Was soll ich denn auch noch deine Eltern machen? Nein, Quatsch. Aber wie scheiße. Ey, ganz ehrlich. Was macht der Kleine denn jetzt? Ich will ihn mitnehmen. Das geht so nicht. Ich will den als Begleiter haben. In meiner Handtasche. Oder auf meiner Schulter. Oh nein! Da begreife ich das nicht. Nein! Nein. Toll. Oh nein. Töchchen. Hi. Peace.
Ja, Titan besiegen wir beim nächsten Mal. Dafür bin ich, glaube ich, heute echt noch zu müde. Nee, ich werde jetzt gleich so langsam aufhören. Beziehungsweise, ich höre jetzt auf. Freitags streame ich wieder. Da kommt erst Fallout und danach machen wir mit FF14 weiter. Aber jetzt ist nach 11 Stunden...